Gut. Hundewuff geht da nicht rein. Sum of 69. So. Aber die Frage ist, ich würde die Sachen halt erstmal hier so aufhängen, so gut es geht, ne? So. Sommerröckchen, Sommeroberteilchen zum Sommerröckchen. Was war das hier nochmal? Ja, komm, das geht schon. Ich würde das Rot gerne zum Rot hängen, wenn ich ehrlich bin. Ach, das... Oh, das kann man... Oh! Warte. Oh, Pluto! Oh, Junge! Warte. Dann mach ich mal ganz kurz so. Wieso geht das... Wieso kann ich das Grün nicht darüber hängen? Ach so, weil ich... So. Nee. Einen. So, warte. Dann habe ich jetzt Rot bei Rot und Grün quasi bei Grün. So ein bisschen so, ne? Finde ich besser. Okay. Das Kurze passt da noch nicht so richtig rein. Da ist noch ein freier Bügel. Wo denn? Wo siehst du nur einen freien Bügel? Der hier? Der ist frei. Scheiße. Okay. Ah ja, das konnte ich ja nicht... Ah, stimmt. Deswegen ist der frei. Ja, Arschkarte. Da muss irgendwas Kurzes... Wenn da irgendwas reingeht, dann irgendwas Kurzes. Oder wir lassen den Bügel frei. Ich weiß noch nicht genau. Wir haben zu viel Klamotten, ne? Du wolltest die coole Hose... Ja gut, die coole Hose habe ich jetzt, glaube ich... Damit ich abends dran riechen kann, habe ich die jetzt hier reingelegt. Für die coole Hose haben wir, glaube ich, keinen Platz zum Aufhängen, weil wir brauchen dafür so einen coolen Hosenträger. Also einen coolen, weißt du schon. Wir haben dafür... So ein Ding bräuchten wir dafür frei. Davon haben wir nichts mehr. Schwierig. Das passt da auch nicht mehr alles unten rein. Das hier muss auch noch um... Oh, Gottes Willen. Ehrensache, grüß dich, hallo. Das Spiel ist... Erstaunlicherweise ist das so ein Unboxing-Game. Quasi immer, wenn man umzieht. Man zieht ständig um. Also, ständig. So minütlich zieht man um. Aber es erzählt auch eine Geschichte. So, warum man umzieht, was so passiert ist im Leben. Das ist halt... Es ist schön, es ist einfach schön. Es ist einfach mal. Weißt du, nach dem ganzen Oktober voller Psycho und Blut, ist es einfach mal schön. So. Bringt uns auch näher. Alle hier als Menschen. So, guck mal, wie der Chat, wie nah zusammengerückt der Chat gerade ist. So, okay, Schuhe runter, dann sollte der Stapel passen. Ja, ist vielleicht besser. I understand. And it seems better that way. I will follow as you lead. Stimmt, das ganze Spiel ohne ein einziges Wort. Es erzählt sich einfach selbst. So, hier. Schnell zu damit. Soll ja keiner sehen. Ich weiß nicht, wie ich das alles unterkriegen soll. Warum hat die Frau so viel? Und wir haben, guck mal, wenn das eine Ausrutschmatte für Rentner. Und man denkt immer, wenn man sowas kauft, das ist doch für Rentner. Aber eigentlich sind die super praktisch. Wir haben sowas nicht, aber ich wollte sowas mal kaufen. Und dann dachte ich, oh, das ist doch für Rentner. Aber die sind eigentlich super praktisch. Junge, was hat die denn alles? Ich hab doch nur 200 Euro Warmwohnung. Was soll ich da machen? War ein Witz in 2000. Aber Mietpreise.
Tomalytics, dankeschön. Vielen Dank, Tomalytics. Dankeschön, dankeschön. Ich, wo soll ich denn... Noch ein Handtuch. Mann, Mädchen, ich hab doch Handtücher. Guck doch. Oh Gott, diese Frau. Und sie hat Rothandtücher, während wir Grüne haben. Das ist die Apokalypse. Oh Gott, noch mehr Handtücher. Warum hat die Frau so viele Handtücher? So viel Körper hat die gar nicht, wie die Handtücher besitzt. Oh, das mache ich jetzt vors Klo. Sie pinkelt im Stehen und das sprudelt immer zur Seite. Deswegen mache ich mal, ich mach's mal, ne, vors Klo. Ein bisschen. Sie hat auch noch... Okay, jeder hat seinen eigenen Duschschwamm, finde ich fair. Die gehören nicht hier hin. Ihr wisst Bescheid. Und das ist noch ein weiterer Kamm. Sehr grobe Haare. Ja, Spiel, ich weiß. Ich bin auch noch nicht fertig. Das Anti-Hero geht nicht überm Klo? Wie, das geht nicht überm Klo? Oh nein. Unser, was immer das, was ist das? Was? Okay, liebe Damen, ist es so ein Ding, was ich als Typ nicht kenne? Ein Thermometer? Thermometer? Aber da müsste ich doch an die Wand hängen können. Weiß ich nicht, ob das ein Thermometer ist. Also kein, nichts zum Fiebermessen auf jeden Fall. Und wenn es ein Thermometer ist, wieso darf ich das nicht in der Schublade haben? Räucherstäbchen, Räucherstäbchenhalter. Ja, gut. War. Ach so, da vorm Bett geht, aber neben Bett geht nicht, klar. Natürlich, das habe ich vergessen. So, Laws of Rucksackstelling. Ist kompliziert. Das hier sind, Schminktücher? Nein, weiß. Wie soll ich den ganzen Scheiß da unterkriegen? Pack dein Deo zu meinem Deo, fühl dich frei. Oh, wisst ihr noch, als wir Platz hatten in der Wohnung? Oh, Mann. Ich hab wirklich keine Ahnung. Naja. Die Menschen rücken näher zusammen. Tomalytics, nochmal vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Nochmal, nochmal, nochmal und tausendmal. So. Weißt du was? Ich mach mal hier schon eine Ausstellung. Huch. Und komm was, auch die Dankeschön. Du bist doch fast... Was? Wenn ich Rentner bin... Ich hoffe, dann seid ihr traurig. Jetzt habe ich's gesagt. So egoistisch bin ich. So. Okay, die Zahnbürste lasse ich in... Die lasse ich in der Badewanne, ne? Da spart man ja Wasser auch. Hat mir Chat so beigebracht, muss wahr sein. Pack das mal alles hier einfach. Habe ich hier noch? Ach, das sind ihre Tampons, ne? Ihre Tamponaden. Team Rocket. Wo sind denn unsere Tampons? Oh, oben ist leer. Cool. Ich würde ihre Schminke packe ich da mal rein. Und ihre diversen Cremes und Cremissimos und was sie nicht alles hat. Das ist ihre Schminkschublade. Das kriegen wir schon hin. Wo sind denn unsere Raketen? Wo sind denn unsere Torpedos? Wisst ihr das? Wo haben wir die hingestellt oder sind die gerade leer? Ach nee, warte mal, wir hatten Einlagen, ne? Wir hatten Einlagen. Glaube ich. Ich tu das mal alles zusammen. Hygieneprodukte, die verstehen sich da ja. Das ist okay. Man teilt sich auch untereinander mal, ne? Wenn es bei dir mal klemmt, dann helfe ich dir. Wenn es bei mir mal klemmt, hilfst du mir. Das ist ja so. Da tauscht man untereinander aus. So. Diesen Pitzel nehme ich mal weg, das kommt da hin. Ich muss hier sehr, sehr feine Arbeiten jetzt machen, weil die Dame offenbar... So. Dabei hat sie jetzt alles gar nicht nötig. Das ist halt so eine schöne Frau, ne? Ist so eine schöne Frau. Aber vielleicht auch nur... Vielleicht liegt sie auch nur im Make-up. Ich habe sie noch nie anders gesehen. Ich kann's ja nicht beurteilen. Ich will jetzt nicht oberflächlich sein oder so. So, das kommt hier rein. Das passt schon irgendwie. So, Capricorna, dankeschön. Vielen Dank. Die Blume. Kommt die auf den Pott? Huch. Ja. Die gute Kloblume. Schön.
Freaky, dankeschön. Errungenschaft freigeschaltet, grüner Daumen. Ich nehme das Poster wieder ab, leider. Es darf auf dem Klo einfach nicht schön sein. Oh, da muss ich ja immer, wenn ich hier... Okay, der Frosch darf nicht auf dem Boden sein und Bücher dürfen nicht im Regal da unten. I don't know. Ich kenne die Regeln dieser Gesellschaft offenbar nicht. Der darf auch nicht auf dem Sofa sitzen, der arme Frosch. Boah, der arme Frosch. Was hat der dem Spielentwickler getan? Ich guck mal, ob das geht. Assassin, dankeschön. Dankeschön, Assassin. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das gefällt mir gut so. Ich lasse das mal so. Ach, die Zahnbürste. Oh, shit. Ihre Zahnbürste. Pack ich mal zu unserer. Wir lieben uns ja schließlich. Ich bin verliebt. Okay. Das... Einiges hier gefällt mir ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig, aber ich nehme es mal in Kauf. Küche? Alles Paletti in der Küche. Ach was, der Preis darf nicht ausgestellt werden. Ach was. Machen wir mal die schäbige Häuschen weg. Mal hier schön oben drauf, damit es alle sehen. Ja, da geht's natürlich. Oh, na klar. Im Büro ist ihr nicht gut genug, der feinen Dame. Es muss protzig über allem stehen im Wohnzimmer. Mit neben ihrem scheiß Anti-Hero-Poster. Also langsam kriege ich ja schlechte Vibes. Wurde schon mal so verarscht, als ich so einen Typen gezogen bin, viel zu früh. Der hat so gut gerochen. Bin ich voll drauf reingefallen. So, mal gucken. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Laptop muss wahrscheinlich ins Wohnzimmer, ne? Ja, naja, natürlich muss er da hin. Unser Laptop. Bei dem ist ja egal, wo der ist. Offenbar nicht. Was ist mit unserem Laptop? Ich würde sagen, hier vom Klo. Hat man immer was zu lesen. Machen wir es halt so. Machen wir es halt so. Na gut. Unser Preis ist hier. Alles ist hier. Unsere ganze Arbeit ist hier. Alles gut. Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, ich kann damit leben. Ich glaube, ich liebe sie immer noch. Die Liebe ist noch da. Wir arrangieren uns. Ja, und ich darf ja auch mal ihre Wässerchen probieren. Ich habe auch mal zaghaft ihr Make-up aufgelegt und so. Ist halt... Wir arrangieren uns. Was mir nicht gefällt, ist dieses Monster hier. Aber gut, das... Naja. Okay, gut. Jetzt wohnen wir also zusammen. Mal gucken, was in 2 Jahren ist. In 2 Jahren zieht noch... da ziehen noch 2 weitere Frauen ein. Okay, dann lass mal gucken. Ist doch sehr schön. Es ist doch sehr schön geworden. November 2015. Jetzt ist es noch viel gemütlicher. Es fühlt sich an wie ein Zuhause. Errungenschaft freigeschaltet. Liebe! Und bei unserem Ex war das nicht so. Bei unserem Ex hatten wir keine Errungenschaft namens Liebe. Er hat gut gerochen. Der Sex war phänomenal, ja. Aber er war halt einfach ein Arschloch. Er war ein Arschloch. Wir mussten uns von ihm trennen. Es war eine toxische Beziehung. Und letzten Endes ist die ganze Beziehung nur durch Sex zusammengehalten. Das kann es halt auch nicht sein. Haben wir halt schnell gemerkt. Und für uns war einfach kein Platz in dieser Wohnung. Es war alles nur immer er, sein Leben, seine Freunde, alles, weißt du, und jetzt, endlich haben wir gelernt, was Liebe ist. Endlich haben wir das gelernt.
Mal gucken, wie es mit der Liebe weitergeht. Ein Jahr später. So. 2018. Wir beziehen ein Haus. Wir beziehen ein Haus. Zusammen. Guck mal, das sind unsere gemischten Kartons hier. Wir haben mal ein Katzenbild eingepackt. Was soll das denn? Oh, guck mal, hier ist ein Regal für T-Shirts. Da lege ich mal das Bild drauf. So, warte. Was meinen wir dem... Die... Aber wo soll ich... Hier so, ne? Wahrscheinlich. Kleiner Elefant. An die Bar, dankeschön. Im Leben muss noch Platz für die Liebe sein. Ja, wir sind umgezogen. Jetzt haben wir noch mehr Platz für Liebe. So, den tue ich mal da oben drauf. Oh, sie hat sich neue Schuhe gekauft. Sie hat sich einfach neue Schuhe. Was für ein Früchtchen. Was für ein Früchtchen hat sich einfach neue Schuhe gekauft. Okay, ich lasse erstmal stehen. Sag mal, die ganze Welt besteht nur aus ihren Schuhen. Ich bin auch noch da! Nimm mich wahr! Aber ich glaube, wir teilen uns auch die Schuhe jetzt, ne? Das sind, glaube ich, unsere neuen Schuhe, ne? Ich glaube, das sind unsere neuen Schuhe. Wir haben unseren Stil auch ein bisschen geändert. Finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Okay, so. Die Stiefel nach unten. Ich weiß nicht. Oh, jetzt kommt hier wahrscheinlich gleich wieder Fraktion anders machen. Aber ich lasse mal die Schnallenschuhe unten. Ja, ist das okay? Die Schuhe! Die Schuhe! So, Amelie, dankeschön, Amelie. Vielen Dank. Die Schuhe! Besser so? Ist es besser so? So. Das sind Hochzeitsschuhe? Warte mal, Hochzeitsschuhe? Was? Wie Hochzeitsschuhe? Was? Wie Hochzeit... Was? Die Schlechtwetterschuhe immer nach unten. Die Sneaker sind auch falsch rum. Ah! Ah! Oh! Oh, furchtbar. Oh, der Chat heute. Oh, Junge. Können wir den Chat nicht umdrehen vielleicht? Und den Gutwetter-Chat nach oben machen? Bitte den Gutwetter-Chat nach oben. Ah. Ich verliere es schlimmer als bei Horror-Games. Das ist ja schlimmer als alles heute. So. Wir haben einen geilen Fernseher. Guck mal. Wir haben einen geilen Fernseher. Ist das nicht alles, was zählt? So, ihr könnt euch über Schuhe philosophieren. Ich will diesen geilen Fernseher gleich einschalten. So, ich packe erstmal alles aus. So, die Wii haben wir auch wieder mitgenommen. Sehr gut. Wie schließe ich die am besten an? So. Controllers. Und die Fernbedienung. So. Pack doch den Chat in den Ofen. Nocta. Dankeschön, Nocta. Vielen Dank. Unser Fotoalbum, das wir immer wieder dabei haben. Diese Spiele gehören nicht... sag mal, das Symbol kenne ich doch hier. Das kommt mir so bekannt vor. Es ist nicht Donnie Darko. Es ist ein Horrorgame, glaube ich, ne? So bin ich glaubend. Ich muss mal gucken. Wir hatten halt echt viele Spiele...
Ob wir die alle noch behalten haben, weiß ich nicht. So. Nee, nee. Vor allem echt viele Spiele für echt viele Systeme. Ich frage mich halt, ich würde die beiden gerne besuchen kommen. Einfach mal so. Mit tiefen Taschen. Nur mal gucken. So, warte. Ich sortiere die erstmal alle, ne? Ah, naja, Nuklear, Pipapo, na klar. Wer hat das wieder gepackt? Wer hat denn das wieder gepackt? Gehen die Spiele nicht senkrecht ins Regal. Das Problem ist, wenn ich die hier einsortiere und das sind mehr, dann muss ich wieder wegsortieren. Also lege ich die erstmal neutral auf den Boden, sortiere da durch, was zu was gehört und dann kriegen wir es schon hin. Ist das hier nicht auch was Jiddisches hier? Ich bin unsicher, ich kenne mich nicht so richtig aus. Ich mache Fragezeichen dran. Ach ja, klar, das Ding. Da freuen wir uns ja alle. Schnell wieder weg, Schuhe. So. Oh, natürlich. Ja, natürlich. Klar. So. Ach, Fatimas Hand, ein Schutzzeichen im Islam. Alles klar. Okay. So, dann mögen wir alle geschützt sein. Natürlich. Kann es sein, dass wir viel weniger mitgenommen haben, als wir da hatten? Haben wir Sachen eventuell entsorgt? Jubel. So, das... Habe das Gefühl, es sind auch verschiedene Systeme, ne? Höher geht's auch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, das sind teilweise wie und teilweise andere, ne, das hier sind glaube ich andere Dinger. Azores. Gamecube und Wii, ja, da muss ich mal gucken. Haben wir den Gamecube überhaupt noch? Hä, jetzt immer mehr Brettspiele, was ist das für ein Kack? Okay, ich sortiere gleich nochmal, durch. Ja, Hauptsache wir haben die fette Decke wieder mit. Juhu, das ist, wow. My dream come true. Okay, ich pack die fette Decke mal dahin. So. Der heiße Wei ist auch wieder dabei. Okay, lass uns mal kurz die Spiele durchsortieren. Ich trenne mal kurz nach Wii Spielen und GameCube Spielen und vielleicht Sachen, wo ich nicht so sicher bin. So, das gehört da irgendwie zu. Ich weiß nicht warum. Ich muss das machen. ZKler, dankeschön. Die dritte Schaltfläche oben links. Kannst du damit einen Raumplan ansehen? Ja, hier. Kannst du Grundriss angucken. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das hier ist auch unsicher. Das hier ist auch unsicher. Das hier ist auch unsicher. Haben wir drei verschiedene Systeme? Kann das sein? Könnten DVDs sein eventuell, ne? Oder? Ja, DVD, ja, DVDs. Okay, cool. Dann müssen wir gucken. Dann müssen wir schauen, was wohin kommt. Ich glaube, fast die Dinger könnten sogar da oben reinpassen. Ich teste mal ganz kurz. Wir hätten in unserer alten Bude gefühlt mehr Platz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Hier ist irgendwie so... So. So. Interessantes Spielprinzip, nur mal so nebenbei, ne? Und DVDs müssten eigentlich hier rein, theoretisch. Jetzt sammelt Gronkh schon Spiele in Spielen. Die Hüllen am Fenster sind PS4. Du meinst diese hier, ne? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Wir haben nämlich gar keine PlayStation. Sieht nach Filmen aus. Ich würde sagen, das hier sind eher Blu-Rays, oder? Sieht aus wie Filme. Ich glaube, das sind Blu-Rays, ja? Dann kann ich die DVDs eigentlich auch hier mit reinstellen, oder?
Ich guck mal. Ob das passt? Es passt. Nein, es passt genau nicht. Leg die doch einfach da oben drauf. Leg die doch da oben drauf, Mann. Oh, warte mal, hier waren ja noch... Ups. Upsi. So. Dann haben wir hier noch diese Dinger hier, für den hier, für den Portable. Ich guck mal kurz, was das neueste Game ist, ja? Ich schau mal kurz. Warte mal. Familiar Tale. Hä, das will ich jetzt wirklich spielen. Das will ich jetzt wirklich spielen. Manu. Da haben wir noch ein paar Bücher. Wobei, ist das hier... Könnte auch ein Film sein, ne? Ist ein Film, alles klar. Ah, wir schauen mal. Der Wasserkocher kommt erstmal in die Küche. Oh, 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 oh. Ein Esszimmer haben wir auch, okay. Unser Arbeitszimmer. Ne, warte, erstmal hier. Das Wichtigste. Höhenverstellbarer Schreibtisch. Lecco mio. So, warte. Oha. Oha. So, warte. Bücher haben wir oft dieselben gefühlt, ne? So. De. Müssen wir auch was treffen. Das Ding. Das habe ich ja wieder vermisst. So, okay. Hallo Gronkh, soll es von Fight Club eigentlich eine Fortsetzung geben? Okay, meine Frage ist, lieber Harzel, warum fragst du das auf Twitch einen Streamer und guckst nicht kurz bei Google? Und woher sollte ich das denn wissen? Es sei denn, du meinst gar nicht Fight Club mit Brad Pitt, ja, sondern du meinst Punch Club, das Spiel. Mjoll, danke schön, Mjoll! Und aktuell, da wird es keine Fortsetzung geben, weil... Naja, es muss erstmal eine Fortsetzung geben. Falls du das meinst. Bei Fight Club bin ich aber die falsche Ansprechperson. Ich kenne Leute, die es gedreht haben. Hey Gronkh, kommt für Titanic eine Fortsetzung? Es gibt von Titanic eine Fortsetzung. Ja, die gibt es. Und sie ist genauso gut, wie man das womöglich denken würde. Oh ja. Oh ja. Es gibt Titanic 2. Oh ja. Und weißt du was? Ich glaube, das nächste Mal, wenn der Eos-Andi hier ist, ich glaube, das wäre ein Film, den wir gucken müssten. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Huch, was ist denn das? Ist das eine Armbandage oder was? Ist das... So. Druckerpapier, sehr wichtig. So. Ah, das wird schwierig. So. Dam, da, 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 dam, dam. So. Gronkh und Andi Hand in Hand sich gegenseitig Tränen am Abwischen. So. Das wird bestimmt wunderschön. Okay, die Ukulele gehört hier nicht wirklich rein, ne? Glaube ich. Ich spiele euch mal was. Das sieht aber nicht aus wie ein Zeichenhandschuh. Ich kenne die Zeichenhandschuhe von Marv. Und das sieht eher aus wie ein Handschuh. Und das hier sieht aber nicht aus wie ein Handschuh. Oder vielleicht eine Stütze für irgendwas, wo man...
Ach, so eine Stütze wegen Karpaltunnelsyndrom. Ah, alles klar, okay. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht er wieder. Nein, please don't. Please don't. Okay, komm, ich mach Licht an. So, diese billigen Stifte hier, die keiner mag. Tun wir ja da rein. Und eine Lavalampe, ja! So.